Soll ich wetten? Die Wette würde ich jederzeit gewinnen. Sag ich doch. Warum ist dieses Spiel so ungenau programmiert? Strafen gibt's, die Funktion gibt's nur in der Zielansicht. Und da hält sich ja Lara für gewöhnlich nicht fest. Das heißt, ich kann nicht einfach mal so nach hinten drücken wie bei den anderen Teilen, dann sanft nach unten fallen und mich dann also festhalten. Nein, das geht nicht. Das will einfach nicht funktionieren, weil dieses Spiel für ein Poppers ist. Meine Fresse. Das ist echt sowas Ungenaues, habe ich ewig nicht mehr gehabt. Das ist so lächerlich. Vor allen Dingen guckt euch das mal an. Ich gucke da, muss da schräg ranspringen. Schräg. Und das ist dann der Moment, wo Lara denkt, sie springt geradeaus. Oder hier. Genau das gleiche Spiel. Es ist ein Wunder, dass sie sich da überhaupt festhält. Ach nee, so war das. Keine Chance, die reagiert dann einfach nicht mehr, wenn sie sich drehen soll. Also ich habe ja richtig Lust, Lara jetzt dauerhaft hier sterben zu sehen. Hier macht es doch auch! Was soll der Scheiß? Oder ich muss gar nicht dahin, ich muss irgendwo anders hin. Wo ist Poseidon überhaupt? Ist er das da unten? Auch gut, dann fick dich. Boah, ey. Heiliges Kanonenrohr. Ja, Lara, du sollst die Leiter darunter gehen. Und dann bitte sterben. Oder auch nicht. Mach's wie ein Dachdecker. Vorne hoch, hinten runter. Damokles. Das ist schon wieder so eine Scheiße. Von wegen geradeaus an eine Kante springen, dass Lara sich links von ihr festhält. Das ist herrlich. Jump'n'Run-Einlagen bei God of War, die sind, ach, die sind königlich dagegen. Oder von Dante's Inferno. Es macht Spaß. Kommt Freude auf. Yo, warum hat sie jetzt gerade geblinkt? Oh, cool. Ah, endlich, es bewegt sich was.
Ernsthaft? Ich hab keinen Bock darüber zu laufen. Das wäre wahnsinnig, hallo? Lass ich sie doch lieber sterben. Ach nee, hier war ja der Kontrollpunkt. Habt ihr toll gemacht, ihr Spastis. Na, da, ganz toll. Ganz, ganz toll. Ich bin so stolz auf die Jungs. Die haben sowas an der Klatsche gehabt, als sie dieses Spiel gemacht haben. Die waren bestimmt besoffen oder sowas. Das war jetzt der Poseidon-Arsch, ne? Na, ganz geil. Tolles Kino hier. Wie komme ich da hin? Über diese Kante hier, oder was? Irgendwie sieht's danach aus. Mehr als sterben kann ich eh nicht. Nö, das ist unrealistisch. Das wäre fatal. Mal wieder. Oh, wie süß, Schrotmunition. Haben wir hier? Nein. Oh, cool. Nein. Was passiert hier? Atlas. Ja, unnötig den Weg zu zeigen, weil den bin ich gekommen. Danke. Da kommt's da hoch? Hätte ich auch jetzt nicht erwartet. Aber hier geht's lang. Und da lang. Wo war Atlas? Da. Ne, das ist Poseidon. Atlas war ganz oben, glaube ich. Weil das wurde nämlich nicht gezeigt. Ach, da ist er doch, der Atlas. Der Arsch mit Ohren. Und es kotzt mich auch an, dass man hier nicht überall speichern kann. Das konnte man allen anderen Tomb Raider Teilen, nur scheinbar in den neuen nicht. Sprich Legend, Anniversary und Underworld. Ich stehe im Regen. Das können die nicht von mir verlangen. Ich glaube, genau das verlangen sie von mir.